So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Heute sind wir wieder auf Kashyyyk, werden hier rechts das Ding angucken. Was auch immer das kann. Ich glaube, ich brauche hier etwas Hilfe. Das macht die Tür auf zum Aufzug. Okay. Also, okay. Wir können auf jeden Fall hier mit ein paar Leuten reden. Ah, okay. Ja. Sie schaffen es. Ja. Sehe ich ganz genauso. Gut. Können wir Wie mit so viele vielen waren Leuten es? reden? 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Rache für die Zerstörung deiner Heimat. Unsere Heimat. Wir sitzen im selben Boot, dieselbe Sache. Eine Familie. Was deine erlitt, erlitt auch meine. Okay. Gut zu wissen. Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Okay. Hier ist auch nichts mehr, aber hier konnten wir mit denen nochmal reden. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl. Ja, finde ich auch gut. Was ich noch besser finde, wäre ein Speicherpunkt bei Gelegenheit. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Zephyr-Programm finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Neue Verbündete. Nach der Befragung der gefangenen Wookies und der Rückeroberung der Raffinerie aus der Gewalt des Imperiums hatte Kel immer noch keine Informationen zu Tarfuls Aufenthaltsort. Glücklicherweise hatte Choisik, einen der Wookies, bei dessen Befragung er geholfen hatte, in der Vergangenheit an Tarfuls Seite gekämpft. Er und Mary Cosen, eine von Saws Guerillas, erklärte sich bereit, Tarful für Karl aufzuspüren. Kel. In diesem Moment empfindet Kel allerdings eine imperiale Übertragung, laut der das Imperium im Begriff war, auf Zephyr ein weiteres Grab freizulegen. Wir müssen also eh noch öfters auf Zephyr. Okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Wir sind jetzt mit dem Aufzug bis hierher gefahren. Will ich nicht noch irgendwas machen? Ich hab's vergessen. Ich habe ehrlich gesagt echt keine Ahnung mehr. Scheinbar, keine Ahnung. Habe ich mir, glaube ich, eingebildet. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas gehabt. Auf jeden Fall will ich weiterhin darüber. Aber ich kapiere nicht wie, weil hier dran festhalten kann er sich nicht. Hihi, denkste Puppe. Oh, da hinten kriegt sie wirklich viel Schaden. Krass. Ich würde weiterhin interessieren, wie ich da hochkomme. Es gibt doch keinen anderen Weg als da drüber. Oder?
Kann ich an den Dingern eigentlich? Nö, auch nicht. Würdest du etwas für mich überladen? Hier so irgendwie dazwischen springen, das ergibt doch auch alles gar keinen Sinn. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, das geht nicht. Ja, hier weiß ich es noch nicht. Warum auch immer die Dinge hier wieder zusammengewachsen sind. Läuft wahrscheinlich gerade in die falsche Richtung. Ja. Oh Mann. Wie dumm. Ich bin weiterhin darüber. Ich kapiere es nicht. Wie könnte ich da denn hinkommen? Keine Ahnung. Na, vielleicht erfahren wir das noch. So, hier will ich eigentlich hin. So. Das nehmen wir irgendwie noch nicht so besonders lang auf. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mario und Scheusek schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Okay. Na dann. Wer ist denn da? Na du? Da komm doch raus. Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Das habe ich mal gefunden, weißt du? Dachte ich. Ist jetzt abgehauen? Tatsächlich. Entschuldigung. Da oben bist du, ich sehe dich. Wo muss ich denn hin, damit du mir glaubst, dass ich dich sehe? Naja, ist jetzt auch wieder weiter abgehauen. Eine Kalpi. Oh, dazwischen fehlt schon was, seht ihr? Wo bist du denn jetzt hin? Kleiner Freund. Könnte er sich denn jetzt verstecken? Und jetzt bist du wieder da. Ja, keine Ahnung. Check nicht, was ich noch machen soll damit. Jo, mich nervt auf jeden Fall, dass ich hier nicht laufen darf. Das ist ein bisschen ätzend. So, kurz mal ausruhen und verlassen. Hätten wir auch wieder gespeichert. Und ich glaube, wir fliegen auf Bogano und untersuchen den jetzt ein bisschen fertig. Hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, das machen wir. Jo, da reisen wir mal hin. Und mal schauen. Hat jemand vorhin auch dieses Geräusch gehört? Ich habe nichts gehört. Aber meine Meditation lässt mich viele Ablenkungen ausblenden. Ich weiß nicht. Das ist kein Geräusch, das die Mantis macht. Außerdem kam es irgendwie von innen. Ein blinder Passagier? Der müsste ziemlich klein sein, Grease. So groß ist das Schiff auch nicht. Vielleicht? Möglich? Ich vermisse neuerdings auch Lebensmittel. Es riecht komisch. Riechen? Dendroiden? Nicht, dass ich wüsste. Essen tun sie jedenfalls nicht. Ich werde das untersuchen. Sobald ich was finde, sag ich's ihnen. Unbedingt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Geh, kleiner Freund. Da oben drin. Unser kleiner blinder Passagier. Bei dem wir es aber sehr genießen, dass er dabei ist. Ach, jedes Mal schön. Bisher. Na, ich weiß, Kashyyyk war es auch sehr schön. Bis auf die Raffinerie natürlich, aber diese Umweltgedöns. Ist ja wieder traumhaft gewesen. So. Hier hinten ist was zu tun. Hier unten ist eine Tür, die wir immer noch nicht aufmachen können. Ach, wir können beides nicht. Hier ist noch was unerkundet. Das haben wir noch nicht gemacht. Und hier unten. Klar, ich bin immer vorsichtig, danke. Wir speichern trotzdem jetzt immer mal so ein bisschen, damit wir... Ja, wenn wir sterben, nicht ewig zurücklaufen müssen. Das glaube ich im Interesse aller. Also, hoch hier. Da habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass da hinten jetzt ja ein Weg aufgemacht ist. Oder aufgemacht, aufgegangen. Die Möglichkeit für uns einen Weg weiter zu erkunden. Ja, und so. Wo sind wir denn? Wo drüber? Ah, okay, okay. Ist hier sonst noch was? Ich habe da unten nämlich schon eine gelbe Truhe gesehen. Ist ja wieder super cool. Oh, schaut mal. Na, du Riesenkreatur. Oh, und hier komme ich auch dahin. Ah, was ich vorher gesehen habe. Ach, wie cool. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin will. Oh. Oh, ich will erst das Riesentier erkunden. Da unten an der Wand ist was davon. So. Ich weiß schon, dass du da was super cooles entdeckt hast, aber erst nehmen wir kurz die Kiste mit. Hey BD, siehst du mal an. Ja, sehen wir es uns an. Neues Outfit-Material, Pfadfinder. Ah, hier muss ich hin. Grün zu grün? Klar, ziehen wir mal an. Schau an. Ja, ich denke, wir haben da was. Binok-Wandbild. Eine alte Sepho-Beschreibung des Binok. Cordova nahm an, die Gegenwart des Binok war aufgrund seiner Bedeutung in der Kunst der Sepho ein entscheidender Faktor bei der Wahl von Bugano für das Gewölbe. Das mag natürlich sein. Sie war wie
wieder zurückkommen. Oder ob es hier noch irgendwas super cooles gibt. Ich kann auf jeden Fall hier runterspringen. So. Jetzt müssen wir ja wohl oder übel nochmal da hoch. Ich weiß noch gar nicht, wie man da hochkommt. Also das wollen wir auf jeden Fall nochmal entdecken. Aber dann machen wir halt kurz hier unten den Weg. Naja, den großen kann ich mir sparen. Auf den habe ich nämlich gar keinen Bock. Ich bin hier gar nicht. Dü-dü-dü-dü-dü. Ja, Hecken. Ich glaube, das ist deine Stärke. Das glaube ich auch. Willst du mal reinsehen? Ja, stimmt. Ja, sehen wir es uns an. Fancy. So, hier gibt's nichts mehr. So, die große Kluft. Ach, die verlassene Werkstatt. Kann mir nicht vorstellen, dass da hinten was ist. So, was finde ich denn hier jetzt noch? Ach, auf jeden Fall noch mehr von euch süßen Dingen. Wir sind unter der verlassenen Werkstatt. Wir müssen hier irgendwie durch. Richtig. Was findest du denn schon wieder? Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Trotz meiner Beharrlichkeit, trotz meiner Studie nahmen sie die Bedrohung nicht ernst. Nur eine Person glaubte mir. Meine vertraute Jocasta Nu. Sie gab mir ein Hologon aus dem Jedi-Archiv. Eine geheime Kopie ihrer Liste von jungen Machtgebern.